Ja, hallo, ich weiß, ihr seid da mittendrin statt nur dabei. Freunde, es ist schon etwas länger her, ne? Seitdem wir. Ich weiß wirklich gar nicht, was wir hier machen sollen. Also, wir müssen mal kurz gucken, was überhaupt abgeht. Aber Feinde scheinen da zu sein. Wo ist eigentlich mein Motion Strike da? Also? Ich habe auch nur wenig Energie irgendwie, oder? Damit wir evakuieren können. Ja. Ich weiß noch, dass es ein bisschen abging. Ich glaube, das Schiff bringt es. Ja, ist doch schön. Machst du jetzt vielleicht schon mal die scheiß Tür auf? Ja, die soll mal vorgehen. Liegt ja irgendwas von mir. Klar. Natürlich hat er mich getroffen. Warum auch nicht? Ja. Wir gehen einfach mal rein hier. Ne? Ja. Den haben wir uns auf jeden Fall mal eben easy weggeholt. Da, ja. Ich sehe wieder nichts einfach. Ich sehe einfach nicht. Ich bin zu doof. Hier geht's auch ein bisschen ab. Keine Ahnung, ich sehe gar nichts. Naja, da war einer. Eigentlich wird nur. Was ist das für ein Ding hier eigentlich, ey? Trifft der auch mal oder was ist das für eine Kackkanone? Ja, wie viel schluckst du? Das ist nicht normal, oder? Hast du mal sowas gesehen? Was ist das denn für einer? Das ist Schnauze zu halten. Ja, hier geht's ja ein bisschen ab. Ich weiß auch nicht, ob wir unendlich kommen oder so. Weil irgendwie. Von da hinten voll die Leute. Keine Ahnung, Alter. Schau ab den. Ey, kannst du mal ein bisschen laufen, oder? Mhm. Ist da gar kein. Super. Steht da einer oder nicht? Auch ein bisschen, ne? Ja, nimm das doch. Unglaublich. Kommen wir hier lang? Gibt's keine Lampe? Habe ich keine Lampe? Ah, ich habe einen Motion Tracker gefunden. Sehr gut. Aber ich habe keine Lampe. Ah, nee, ich komme gar nicht da rein. Okay. Entschuldigung, Leute, ich muss ein bisschen wieder reinkommen. Ich habe gesagt, wir machen das weiter, aber ich bin da ein bisschen raus, ja? Ich bin ein bisschen raus. Wir gucken erstmal kurz hier, ob hier irgendwas rumliegt. Liegt hier was rum? Ich bin das so gewöhnt, so ein bisschen rumzulaufen, aber ich glaube, Munition braucht man sowieso, ne? Was ist das? 15 Ladungen Waff. 15 Ladungen Waff. Nachgeladen haben wir zumindest. Kommen wir da rein? Kommen wir da her? Ich habe keine Ahnung, aber ich bleibe einfach hier. Ich weiß, dass wir da vorne hin müssen. Ich will mir auch nur einen kleinen Überblick verschaffen, was hier eigentlich los ist. Da, hier müssen wir hoch anscheinend. So. Dann gehen wir einfach mal, ne? Hallo? Verschlossen. Und hier? Oh. Ja, was haben wir hier? Da müssen wir auf jeden Fall hin. Was wollen die denn eigentlich? Ich glaube, die wollen mich verarschen. Ja, aber wir halten uns gar nicht so lange hier auf, ne, oder? Da, das nehmen wir noch mit. Auch verschlossen. Warum? Wo muss ich denn hin? Muss ich hier was reparieren? Ne. Es gibt keinen Weg zur anderen Ladung! Was? Schaffen Sie einen Weg!
denn bei dem los? Fällt der denn aus? Normal, oder? Hallo? Wir geben erstmal hier den Scheiß ein. So. Hier hinten war aber, glaube ich, noch was. Oder? Da. Das nehmen wir uns mit. Ist hier noch was? Wir gucken nur kurz. Da ist eine Tür. Kommen wir natürlich nicht lang. Okay. Ja. Muss ja wieder da runter. Da. Ey Leute, was Not über was für ein Brunnen? Check it. Hier sind wir schon mal richtig. Und jetzt? Und jetzt? Wir hören nicht auf den Traktor. Schnauze. Muss da, ne? Ja, anscheinend. Ja, Leute, müssen ein bisschen aufpassen. Kein Bock, den ganzen Scheiß jetzt noch. Kein Bock, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Ah, vielleicht hat er gespeichert irgendwo. Ja, da geht's auch ein bisschen ab, so, ne? Muss man ja mal sagen, ekelhaft. Ja. Ja. Nein, wir müssen hier anfangen, Alter. Ey, das ist ja wieder alles. Mich veräppeln? Die Türen lassen sich überbrücken. Winter, aktivieren Sie alle Notauslöser an der Frachttür. Veräppeln, Mann. Junge. Was ist denn da los? Wie viel kommen denn da raus? Wenn nicht zu fassen. Wie viel kommen denn da raus? Ey, wir waren doch gerade gar nicht mal so schlecht. Und auf einmal so eine Scheiße hier. Lächerlich. Voll lächerlich. Die Türen lassen sich nicht öffnen. Ich glaube, das Schiff bricht zusammen. Die Türen lassen sich überbrücken. Winter, aktivieren Sie alle Notauslöser an der Frachttür. Na gut, langsam kommen wir wenigstens ein bisschen rein hier. Ne? Fuck, Alter. Echt krass, Alter. Ich kann da nicht mal dahin laufen. Haben wir gerade eben auf jeden Fall eigentlich nicht schlecht gemacht und dann so eine Scheiße. Krass. Das ist heftig. Das ist auch kein Dienstgarten. Kein Speicherpunkt. Ziemlich übel. Die Türen vom Frachtraum lassen sich nicht öffnen. Ich glaube, das Schiff bricht zusammen. Die Türen lassen sich
Türen lassen sich überbrücken. Winter, aktivieren Sie alle Notauslöser an der Frachttür. Na, wir gucken uns das ganze Spielchen mal von hier hinten an. Das ist ja sowieso gut. Okay, der war nicht so schlecht. Nochmal ein bisschen anders machen. Müssen wir ein bisschen anders machen, Freunde. Winter! Bewegung! Seht ihr, jetzt sind wir nämlich direkt hier. Mann, geh doch da lang, du Arschloch! Komm, die angeschissen. Hört sich aber irgendeiner schießt hier sehr gut. Von hinten. Von hinten kam der hoch. Crazy hazy, Alter. Crazy hazy. Auf einmal steht einer hinter dir. Was ist hier los? Frage ich mich. Was ist hier los? War doch auch wieder nicht so schlecht hier in der Ecke. Diese Frachtraum lassen sich nicht öffnen. Ich glaube, das Schiff bricht zusammen. Die Türen lassen sich überbrücken. Winter, aktivieren Sie alle Notauslöser an der Frachttür. Soll ich keinen anderen knacken? Ich koch. Zeig Tote. Schießt echt mit allem, was du hast, drauf, so das Ding trifft gar nicht. Das Ding trifft einfach nicht. Kannst du alles machen. Ja, am Anfang ging es echt. So. Da, guck mal, direkt, du kommst raus. Direkt zum Tod. Die Türen lassen sich überbrücken. Winter, aktivieren Sie alle Notauslöser an der Frachttür. Auf jeden Fall krasse Scharfschützen hier so irgendwie.
nehmen uns die ganze Kacke da hinten erstmal mit. Ne? Machen wir erstmal einen auf Klugscheißer jetzt hier. So. Erstmal nachladen. Ja, hier unten ist jetzt ruhiger, okay. So. Aber das war ja ein komischer Kauz da, der große. Keine Ahnung. Feinde sind wieder da. Ja, hier unten können wir uns ein bisschen besser verteidigen, wie auf der Treppe, finde ich. Wir gucken mal, dass wir das jetzt vielleicht hinkriegen. Nein, 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 nein. Die kleine Ratte muss doch da sein. Unterbewegen. Wir hauen erstmal wieder ab. Scheißegal. Hier können wir uns besser verteidigen. Falls wir jetzt angeschissen kommen. Da hinter mir gucken wir auch, dass wieder einer hinter mir steht. Müssen wir was machen da unten? Alter. Ich würde ihn schießen. In Ruhe gehen. Hey, wo muss ich denn hin? So? Oh nein. Oh nein, das ist ein Ding. Irgendwas hat mich auf jeden Fall wieder übelst getroffen, Mann. Da komme ich nicht lange. Es gibt keinen Weg zur anderen Ladung. Gehen Sie zum Kran und schaffen Sie einen Weg. Alter, ich hab keine Munition mehr. Was ist denn hier? Wohin? Hier? Ich hab keine Munition. Ja, muss ich Dings nehmen. Schrotflinte ab jetzt, Freunde. Hier war ich da eben schon mal. Das hat er auch noch nicht gespeichert. Ne? Ja, ich kann eigentlich nur auf gut auf. Kommen wir da am besten hin? Und dann mit der Schrotflinte nur. Finden Sie Notauslöser. Die Frage ist, wo der ist, ne?
Also hier ist schon mal einer, ne? Ey. So, nee, es geht nicht. Was fehlt noch? Ich habe alle Auslöser aktiviert. Verstanden, Winter. Anschneiden und dann raus hier. Hier, tu mich runter, oder? Weg dich, weg, weg dich. Ja, ist mir egal, ich gehe einfach da rein, Mann. Ey, ey, nein, 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 das sind, sagen Sie es ihr. Was sagen? Was zur Hölle ist hier los? Als Sie den Xenomorph im Gesicht hatten. Ich hab doch gesagt, er war tot. Und ist alles in Ordnung. Sah er knochig aus und weiß? Fast wie eine Spinne mit Schwanz? Ja, mein Hals tat etwas weh, aber ich bin okay. Bella, Sie werden sterben. Woher wollen Sie das wissen? Was ist mit Keith passiert? Wie lange? Stunden, vielleicht einen Tag. Ich muss mich übergeben. Los, weiter. In der Nähe gibt es eine Kolonie. Hadley's Hope, oder was davon übrig ist. Unsere Funkverbindung nach da unten funktioniert nicht. Wir müssen alle, die von Yasulako übrig sind, dorthin bringen. Was ist da geschehen, Sir? Der atmosphärische Prozessor ist anscheinend mit der Wucht einer 40-Megatonnen-Bombe in die Luft geflogen. Das klingt nicht gerade erfreulich. Das ist alles, was wir haben. Also weiter. Sir, wollen Sie uns verraten, was da mit Wei Yu passiert ist? Ich denke, dass die United States Colonial Marines mit Valent Yutani befinden.
wissen Sie über die Marines, die vor 17 Wochen hergeschickt wurden? Dasselbe wie Sie. Zwei Truppen mit einer Wayland-Yutani-Begleitung und einer Zivilistin. Die Zivilistin, ein Warrant Officer namens Ripley, Corporal Hicks und ein kleines Mädchen waren die einzigen Überlebenden des Planeten, die es auf die Sulaco geschafft haben. Sie waren im Kryoschlaf, als sie auf Fury 161 gelandet sind. Heißt das, Wayland ist an Bord? Nein, macht es nicht. Habt ihr das auch gehört? Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber Hadley's Hope ist unsere beste Chance. Dort können wir eine Operationszentrale aufbauen. Also gut, dann zur Operationszentrale und absichern. Wir müssen über 100 Leute zusammentrommeln. Mein Radar empfängt was. Sie haben nur irgendjemandes Habseligkeiten aufgespürt. Kein Fehlalarm, bitte. Winter, schweißen Sie die verdammte Tür auf. Wir müssen das jetzt zum Laufen bringen. Bishop, sehen Sie, was Sie tun können. Natürlich, Sir. Legen Sie die Smart Gun dort auf den Tisch. Winter, machen Sie sich auf. Ruhe, bitte. Ich muss erstmal ein bisschen hier rumgucken. Ja, ich war, wie gesagt, etwas still jetzt. Hab nichts gesagt, großartig. Dass man hier einen kleinen Überblick mit mir verschaffen möchte auch. Aber den Strom können wir ja schon mal anmachen, ne? Oder was ist das? Also gut, bewegt euch hierher. Bishop und ich werden hier alle Systeme diagnostizieren, die starten. Bella und Rafe gehen zum Funkturm und stellen eine Verbindung zu unseren Jungs da draußen her. Holt alle hierher. Sir, ich würde Sie gern begleiten. Ich könnte Sie beschützen. Sparen Sie sich das, Babyface. Sie gehen mit Winter in die Umgebung und bringen Bewegungssensoren an, die wir überwachen können. Verstanden. Wird erledigt, Sir. Jawohl, Babyface. Bringen wir die Sensoren an. Ich will wieder zurück. Ich weiß. Hiermit schützen wir uns alle, nicht nur Bella. Ah. Hä? Ja.
sag nicht, ich muss wieder überall hingehen alleine. So, da sind voll die Leute. Bishop, hier ist 3-3. Der erste Bewegungssensor ist angebracht. Verstanden, Winter. Bleiben noch 4 weitere. Genau. Da tun wir noch einen. Okay, der zweite Sensor ist jetzt aktiviert. Verstanden, 3-3. Machen Sie weiter so. Schon gut, ne? Wir sind doch gut. Kriegen wir da hin. Alle Waffen leer. Da ist noch einer. So. Bishop, die Verbindung zu Sensor 3 sollte stehen. Over. Verstanden, Winter. Klares Signal auf Sensor 3. Kriegen wir hin. Okay, Bishop. Sensor 4 müsste funktionstüchtig sein. Verstanden, Winter. Einer noch. Hinten irgendwo. Ja, noch sehen wir ja nichts. Bei dem Sensor, also können wir ja eigentlich normal laufen. Ansonsten würden wir vielleicht etwas langsamer gehen. Aber? Das hat ja ganz gut geklappt, ne? Sensor 5 einsatzbereit. Sie sollten ihn empfangen. Bestätigen Sie. Roger, Winter, das sieht sehr... Ich liege im Forschungslabor. Bishop, was geht hier vor? Stromstöße. Winter und O'Neill, der Sensor im Leichenraum ist ausgefallen. Seht euch das mal an und kommt zurück zur Zentrale. Actual over. Ja, bis jetzt sehen wir immer noch nichts. Also, kann man. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da am besten hin? Jetzt. Also, noch haben wir nichts. Egal, ich mach den schnell wieder dran. Alles los. So. Winter, O'Neill, irgendwas ist euch auf der Spur. Bewegt euren Hintergrund und geht zur Operationszentrale. Ey, ich hab den da getroffen, Mann. Ja, ein kleiner Aufstieg tut uns auch mal gut. Aber ich habe nicht so viele Schüsse, oder? Schön auf mich auf jeden Fall. Ja, wir warten mal kurz, dass er sich wieder auffüllt. So, und weiter geht's. Hey. Schluss mit lustig. Was ist denn der Scheiß jetzt? Na, gucken wir mal hier. Ja. Ja.
75 Schuss. Ich weiß echt nicht, wo lang. Tja. Eben stand das noch da, ne? Zentrale. Hat euch das gefallen? Das ist echt das Problem, ich sehe echt nicht, wo ich hin soll. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich auch erstmal alle töten oder so. Kann auch sein. Aber hier kommen wir auf jeden Fall nirgendwo hin. Ja, hier kommen wir nirgendwo hin. Da kommen wir auch nirgendwo hin. Da auch nicht, also müssen wir ja hier lang. Hier, da. Ja, immer so Suchereien und so. Schlüpfrige kleine Scheißerchen, was? Winter, da war doch ein altes Sensorgeschütz auf Ihrer Kamera. Wissen Sie noch, wo es war? Ja, Sir. Wir holen es uns. Verstanden. Ich glaube, da war eins auf dem Flur. Mir nach. Ich gebe dir Deckung an. Die Rüssel. Mir nach. Wo ist er denn? Meint mir nach. Da ist er. Hier, ja. Wie kann ich das denn da hinstellen? Stellen Sie das da hin. Er stellt es einfach nicht dahin. So, schon mal gesehen. Ah, der hat ja eben gespeichert, ne? Glücklicherweise. Schlüpfrige kleine Scheißerchen, was? Winter, da war doch ein altes Sensorgeschütz auf Ihrer Kamera. Wissen Sie denn, was das war? Ja, Sir. Wir holen's uns. Verstanden. Ich glaube, da war eins auf dem Flur. Welchem Flur? Mir nach. Ich geb dir Deckung, Mann. Winter, stellen Sie das Geschütz neben die Munition. Hey. Winter, stellen Sie das Geschütz neben die Munition. Ja, wie macht das nicht? Ich verstehe nicht, was der von mir will wieder. Winter, stellen Sie das Geschütz neben die Munition. Winter, stellen Sie das Geschütz neben die Munition. Ja, aber wie? Wie soll ich das da hinstellen?
Geschütz neben die Munition. Keine Ahnung. Oder ist kaputt oder so? Keine Ahnung, ein Bug.